Willkommen zurück zu einer weiteren regnerischen Folge Horizon Forbidden West auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz verregnet mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die wunderbaren Menschen, die das letzte Video mit einer nassen Bewertung unterstützt haben. Ich muss nah an der Maschinenposition aus Larens Vertrag sein. Yep, deswegen sind wir hier. Durchlesen. Für alle Fälle. Müssen wir nicht. Da steht eigentlich im Groben immer dasselbe drin mit, ja, sie haben diesen Vertrag angenommen, wir haben ein paar Waffen platziert, gucken sie, dass sie nicht sterben, yada yada, yada yada. Ihr da draußen könnt auch ein bisschen rumjaddern, und zwar gibt es ein Gewinnspiel für eine sehr, sehr coole, sehr, sehr erotische Deluxe Edition von diesem Spiel hier, egal ob für die PlayStation 4 oder für die 5. Der Code funktioniert für beide. Einfach nur kommentieren mit eurem Discord-Namen und bewerten. Discord findet ihr in der Videobeschreibung. So wie viele coole andere nützliche Links, unter anderem mein erfolgreicher Instagram. Rila, wie Larent gesagt hat, ich brauche ihre Antennen. Wenn ich sie abschieße, ohne entdeckt zu werden, sollte alles reibungslos ablaufen. Okay, wir müssen sie abschießen. Aber wo finde ich eine? Ich versuche mein Glück. Kabams. Antenne abgetrennt. Klebams. Aber die sind noch mad und wollen Blut. Wow, 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 wow. Was geht hier schon wieder alles ab? Erstmal ein bisschen Muni herstellen. Mit ihren Antennen sind die ganz schön lästig, die kleinen Mistviecher. Ich habe mit den Antennen so lange gebraucht. Sie haben Verstärkung gerufen. Tja, aber das heißt auch mehr Antennen. Das heißt auch mehr Antennen für uns. Das bisschen Verstärkung, damit wären wir schon fertig. Okay, vielleicht eskaliert es doch, wie immer in meinem Leben. Yep, es eskaliert komplett. So, nochmal hier reingehauen. Er liegt am Boden. Und erledigt. So. Du kleiner Hässling. Oh nein, 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 nein. Er macht hier so eine fiese Shockwave des Todes. Bam. Okay, der da hinten hat noch Antennen. Treffer. Wäre ganz nice, wenn wir die noch looten können. Das ging voll ins Auge. Geschafft. Jetzt muss ich die abgetrennten Antennen finden. Easy. Alles ganz easy. So. Hier, eine Antenne. Eine. Drei Stück. Da hätte er so oder so Alarm machen müssen. Sonst hätten wir es ja gar nicht hinbekommen. Es waren ja dann nur drei durch seinen Alarm. Ich brauche nur noch eine weitere. Ah, irgendwo hier liegt noch eine rum. Ich sollte abgeschossene Antennen holen. Hier drüben, oder? Ja. Ich sollte diese Antennen zurück zu Larent bringen, wenn ich kann. So, jetzt machen wir uns hier nochmal fresh in der Hose. Da hinten war ja schon eine Schnellreise und die nutzen wir auch direkt. Ja, ich bin so ein bisschen geil auf die Rüstung, muss ich sagen. Das ist Reserve für später. Ich bin so ein bisschen geil auf die Rüstung. Die will ich mir irgendwie krallen. Das ist wieder so ein Spiel, wo ich... Naja, ich habe jetzt nicht keine Freude an der Story, versteht mich da nicht falsch, aber... Das ist wieder so ein Spiel, wo ich irgendwie richtig Freude darin habe, in der Welt rumzuspazieren und einfach nur Questen, jagen und so. Das gefällt mir hier richtig, richtig gut. Weil ich auch die Maschinen so wahnsinnig cool finde. Schnellreise kostenlos. Wir müssen hier hin. So. Mit der Beute in der Hose können wir da hin. Oh, perfektes Timing, Jägerin. Danke. Ich habe die Alarmantennen für dich. Ha, perfekt. Die sind gut. Wie abgemacht, deine Bezahlung. Vielleicht nimmst du jetzt noch den anderen Vertrag an. Das ist doch ein leichtes für eine Jägerin wie dich.
Habe ich ja schon. Ich muss jetzt gehen. Pass gut auf dich auf. Schön, dich zu sehen, Jägerin. Möchtest du handeln? Nee, gerade nicht. Gerade leider nicht. So, der andere Vertrag. Wo müssen wir denn dafür hin? Wo ist das denn hier? Beuteverträge, hier ist das. Stürmerposition. Okay. 900. Das ist auch irgendwo da oben. Na gut, ist kein Problem. Die Schnellreise funktioniert so fix. Achso, ich brauche hier ein Feuerchen. Ich habe keine Schnellreisepakete mehr. Also die Schnellreise ist wirklich top in dem Spiel. Ich liebe es, wenn die Punkte auch so angenehm gesetzt sind. Ja, das gefällt mir immer super gut. Ich mag es einfach dann auch, das zu benutzen. Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen, sodass er zum Aussichtspunktbild passt. Ich finde es immer ganz furchtbar, wenn du so eine Schnellreise hast. Larens Vertrag sollte in der Nähe sein. Ich sollte mir den Vertrag noch einmal durchlesen, damit ich nichts übersehe. Da sind die Stürmer. Wenn ich ein paar ausschalte, sollte das die Plünderer anlocken, nach denen ich suche. Kabams. Kabams. Okay, wo ist das denn hin? Keine Muni. Top. Wow, 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 easy. Ja, bei Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel hatte ich die Schnellreise überhaupt nicht gemocht. Also die ging mir eigentlich nur auf den Senkel. Okay, wir sollen ein paar hiervon ausschalten. Oh, da ist noch so ein Vieh. Och nein. Und das ist alarmiert. Schnauze! So. Noch einer von denen. Ah, kommt ran. Ich entwaffne erstmal die Viecher hier. Einen erwischt. Jetzt nur noch ein paar mehr. Okay, noch mehr von denen. Hey, Jungs, 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 Jungs. Komm mal rüber hier. Ich glaube, die müssen auch hier im Radius sein. Ah, komm. Komm ran, du Mistvieh. Jetzt mach schon. So ist brav. So ist brav. Komm einfach hier rein in die Todesarena. Toro, Toro. Uff, schön. Wie viele brauchen wir denn noch? Die wollen nicht so recht, ne? Die haben ein bisschen Schiss vor mir. So, wo sind die Plünderer? Da kommen sie. Wollen zu den Leichen hin. Ah, ich warte hier noch ein bisschen. Munition nochmal herstellen. Mist. Dann halt so. Uiuiuiui. Uiuiuiui, jetzt kommt alles. So. Wie ist er down? Das ist einer. Wo bauen wir denn? Ah, die sind schon ganz schön robust hier. Die Buff Boys. Mal ein bisschen mit Säure drauf.
So. Oh nein, nicht getroffen, Mist. Keine Munition. Boah, machen die einen Damage. Machen die ein Damage. Hier war doch noch einer von denen. Danach habe ich auf jeden Fall Loot ohne Ende. Bam! So, wo liegt der denn? Der liegt hier. Uff. Here we go, my friend. Wow. Haben wir hier noch Bären? Hier sind noch ein paar, die wir mitnehmen können. Mal schön hier getroffen. Komm schon. Zieh durch. So, das endlich. Das sollte reichen. Wird Zeit, die Teile zu Laren zu bringen. Boah, das war hier wieder eine fiese Klopperei, du. Auf jeden Fall nochmal hier ein bisschen plündern gehen. Und dann sollte ich, was die Rüstung angeht, wieder ein kleines Stückchen weiter sein. Dann begeben wir uns mal später zum Vorrat. Mit der Story-Quest ein bisschen weiter voran. So, das nehme ich noch mit. Was ist jetzt los? Noch einer? Ich bin hier gar keine Ruhe mehr. Ich habe hier wirklich gar keine Ruhe mehr. So, jetzt aber. Dankeschön. Dankeschön. Willst du es wirklich wissen? Er will es wirklich wissen. Er ist schon total verkrüppelt. Er war schon komplett am Ende. Wenn ich schon mal hier bin, gehen wir noch ganz kurz hier oben ins Städtchen rein. Kettenkratz. Das gute alte Kettenkratz. Willkommen, Fremde. Weil hier kann ich noch eine Mission abgeben. Du bist zurück. Irgendwo. Ich hab was zu tun. Wir reden demnächst. Naja, ich hab eh keinen Bock mit dir zu reden. So, mein Freund, es gibt Neuigkeiten zwecks Mine. Also, du bist aus dem Westen zurück. Glück gehabt? Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten die Dornrücken in Pferchen. Durch Alvens Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrücken-Misere, Alvend. Leuchtende Strahlen der Sonne. Und die ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Bringt Alvend her. Und Petra auch. Da kommt Alvend! Herzitiert wie ein elendes Schankweib. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was macht Petra mit dem Magistrat? Werden die Charter die Konzession unterzeichnen? Was? Was will die hier? Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, worum geht es? Das wird bestimmt gut. Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt. Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen.
Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Karte... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvand. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magistrat, hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür. Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvand. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Gierig wie immer. Und die Bergleute, die beinahe ertrunken sind. Und dieses Riesending, das du geschickt hast, um ein paar Flüchtlinge einzuschüchtern. Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Ich bin das Opfer irgendeiner Karja-Intrige. Aber gewiss, wir werden alles genauestens untersuchen. Die Dornrücken, die Mine, die Flüchtlinge. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Pah! Fall doch tot um. Raus! Wir wollen und brauchen dich nicht! Nieder mit Arvold! Steht ihm recht! Weg von mir! Dreck steht dir gut, Arvold. Wie die Sonne Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Er hat es verdient. Hier, bitte, nimm das für deine Mühen an. Das Sonnenreich und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Alles dank dir, Flammenhaar. Geil, Mann. Richtig, richtig geil. Also die Nebenmissionen sind ja echt Bombe. Okay. Kettenkratz ist besser dran, wenn Petra das Sagen hat. Gefällt mir. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. So, ich muss hier erstmal zum Feuerchen. Hier drüben wollen wir hin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich sage ja, die Nebenquests haben so eine hohe Qualität, bis jetzt zumindest. Und ich finde es auch echt geil, dass man so das Gefühl hat, die verlaufen so ein bisschen ineinander. Ja, also man macht hier eine Aufgabe, macht hier eine Aufgabe und irgendwann merkt man so, okay, der kennt den, die kennt den. Und dann passiert auch wirklich was in der Welt. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe alle Teile für dich. Dein guter Ruf als Jägerin ist mehr als verdient. Hier ist dein Lohn. Scheint so, als hättest du jetzt alles, was du für die Rüstung brauchst. Naja, unsere Späher haben ein Reishorn entdeckt. Na. Spuckt Feuer wie eine heiße Schmiede. Mit dem würde meine Rüstung ein Inferno überstehen. Was meinst du? Ich lese mir das später durch. Mal sehen, ob ich es finde. Du wirst es nicht bereuen. Ja, klar, natürlich. Ich will die Rüstung. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück mit dem Reishorn. Ich will die Rüstung. Ich zieh's durch. So, der Vertrag. Wie gesagt, die sind eigentlich immer ein bisschen recht ähnlich geschrieben. Ja, ich soll Objekte der Begierde töten, ich soll überleben, ich soll alles, was eben so übrig bleibt. Ich sollte mir Larens Vertrag mal anschauen. Das Kleingedruckte lesen. Das Kleingedruckte lesen, mache ich doch immer. Das ist wie mit so einer Benutzerlizenz. Ja, da skippt man einmal drüber und fertig. So, wo haben wir das denn hier? Beutevertrag. What, das ist ja direkt hier.
Ist hier direkt vor meiner Nase. Ja. Yep. Ich sehe Maschinenspuren. Könnte das Reißhorn sein, das ich suche. Ist es ein ganz besonderes? Kann man die scannen? Oder muss ich da einfach erstmal hin? So. Ich höre Kampf. Alter, da drüben wird gefetzt, aber ordentlich. Hier sind viele verschiedene Maschinenspuren. Ich brauche meinen Fokus, um sie auseinanderzuhalten. Okay, sie braucht den Fokus, um sie auseinanderzuhalten. Feinde sind zu nah. Och Jungs, ich bin ja gerade mit was anderem beschäftigt. Es geht nicht immer nur um euch. Ich bin eine Frau mit sehr vielen Interessen, ja? Das ist meine Chance. Bam. Oh, der Dude ist robust. Der liebt sein Reittier. Kumpel, dein Reittier ist erledigt. Tenakt-Rebellen, sie haben es auf die Osteram abgesehen. Ich habe ja wohl keine andere Wahl, außer zu helfen. Oh. Ich gehe voll mit rein. War's das? Krieg ich ein Dankeschön? Nein? Cool. Absolut cool. Was ist jetzt noch hier ein Problem? Hallo, Flammenhaar. Komm her, ich möchte mich bedanken. Alright. Lass reden. Wenn das nicht die Heldin des Tages ist. Wie gut, dass du vorbeigekommen bist. Seid ihr Stöberer? Wir arbeiten schon länger im Niemandsland. Ich wollte eigentlich wieder in Fahrlicht sein, wenn sie die Tore öffnen. Du weißt schon, nach dieser Gesandtschaft. Aber da wir gerade fast Hackfleisch geworden wären, lief es da wohl nicht so gut. Das könnte man so sagen. Mhm. Das Niemandsland war ja noch nie wirklich sicher. Aber ein Tenakt-Angriff auf neutralem Gebiet hätte ich nicht erwartet. Und sie reiten jetzt Maschinen. Wenn ihr nach Fahrlicht wolltet, was hielt euch hier auf? Wir sind auf ein paar Ruinen gestoßen. Dachte, wir sehen mal nach, was da drin ist. Aber alles voller seltsamer roter Kristalle. Da kommt man nicht durch. Also schlugen wir hier ein Lager auf. Aber morgen früh brechen wir sofort nach Fahrlicht auf. Ich sollte wohl unsere Leute in Zackentiefe über das hier informieren. Zackentiefe? Eine Ausgrabungsstätte beim großen See im Süden. Mit viel Schrott aus der alten Welt. Nicht zu verfehlen. Das war mein Stichwort. Hier. Danke für die Unterstützung. Vielleicht hilfst du mir ja irgendwann nochmal aus der Klemme. Hoffentlich nicht. Dankeschön. Rauchbomben. So, vielleicht können wir jetzt hier drüben weitermachen. Jetzt, wo alles tot ist. Wieder hier. Mal sehen, ob ich jetzt Larens Reißhorn finde. Das ist auch so was Cooles, ne? Sie reagiert halt einfach auf diese Unterbrechung. Ich finde das genial. Habt ihr Reißhornspuren entdeckt? Sie sehen frisch aus. Mit meinem Fokus kann ich ihnen folgen. Okay, warte, wo sind die Spuren jetzt? Hier oben sind Stürmer. Scanne die Spuren. Ah, hier drüben. Mal sehen, wo du hinführst. Alles klar, ist gescannt. Geht hier in die Richtung. Hier rum. Oh, Heilung. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Sagst du. Wir alle wissen, wie gut ich darin bin, Heilung zu verdudeln. Ich glaube, da oben steht er. Ein Reißhorn, das Feuer speit. Ich glaube, ich habe Larens Freund gefunden. Ich muss okay, es erledigen. Eis. Weg ist es. Versuchen wir es nochmal. Kannst du nicht einfach stillhalten, ne? Ich krieg dich schon noch. Sie ist ganz schön schnell. Ich hätte ihn mir markieren sollen. Ja, keine Ahnung, dass er so ein Flitzeelch ist. Obwohl es eher ein Hirsch. Das Alpha-Tier. Och nein, jetzt ist er da hinten mit den Stürmern.
Beseitige die überbrückte Maschine optional. Oh, jede Menge Lanzenhörner. Wie willst du das anstellen? Die bleiben mir wirklich gar nicht stehen. Vielleicht muss ich ihre Route studieren. Ein Lanzenhorngeweih will ich nicht aus der Nähe kennenlernen. Tut wahrscheinlich super mega weh. Na, bleib mal stehen. So. Ziel markiert. Was ist, wenn ich ihn anschieße? Ist er dann auf Flucht getrimmt oder auf Fight? Tja, Freunde. In der nächsten Folge werden wir es rausfinden, denn die hier ist wieder vorbei. Aber beim nächsten Mal werden wir es eliminieren. Ich würde mich über eine kleine Bewertung freuen. Denkt ans Gewinnspiel. Das läuft. Ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!